Hallo und herzlich willkommen, nicht im Hobbykeller, sondern hier in meinem Büro. Ich bin der Bob und willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr, wenn ihr eine Insel-Solaranlage, also sprich eine Solaranlage, die nicht mit dem Netz verbunden ist, sondern ihr wollt da einfach eine eigene Solaranlage bauen, wie ihr die Batterien verschalten könnt, was es da für Techniken gibt. Da gibt es leider immer wieder ein paar Problemchen, deswegen habe ich wieder meine Excel-Listen bemüht, um euch das ein bisschen zu zeigen. Und danach gibt es mit Sicherheit zu den Batterien gar keine Probleme mehr. Allerdings ist es auch wichtig, ich hau mich jetzt mal hier ein bisschen in die Ecke, dass ihr die ganze Reihe anschaut, sonst geht es nicht. Denn dieses Video geht darum, wie man die Batterien zusammenschaltet, damit der Speicher möglichst groß ist. Also sagen wir mal, ihr habt eine Berghütte, ja? Und wenn ihr eine Berghütte seid, dann müssen die Batterien voll sein. Ihr wollt jetzt Projekt XY damit machen. Also es muss mindestens eine halbe Stunde gekocht werden. Dies und jenes, wie groß muss denn der Batteriespeicher sein? Oder wie schalte ich denn die Batterien zusammen? So, das ist jetzt dieses Ding von dem Video. Aber das mit den Batterien hat nichts damit zu tun, wie jetzt die PV-Module miteinander verschalten werden. Das heißt, das ist eine ganze Sa Serie, die jetzt hier ist. Mindestens mal noch zwei weitere Videos. Einmal, wie man PV-Module zusammenschaltet, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann im dritten Video mindestens mal ein konkretes Rechenbeispiel. Also es lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben. Und wenn es ist, bitte schreibt mir nicht rein. Aber wie ist denn das mit den, wenn ihr nicht alle Videos dieser Reihe gesehen habt, machen Fragen halt auch keinen Sinn. Dann müsste ich euch wirklich bitten, dass ihr dann wirklich alle Videos angeschaut habt. Sonst ist es Quatsch. So, ich benutze, jetzt bin ich da wieder im Weg. Ich schaue mich mal kurz ein bisschen nach da unten. Ich benutze hier Bilder von einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Ja? Ihr wisst, ich bin da von Liedheim ein bisschen unterstützt worden und bereue es auch bis heute nicht. Also super Geräte, ich benutze die Teile auch nach wie vor. Das Ganze geht aber auch für Bleibatterien. Also speziell jetzt in dieser Zeit, wenn einer sagt, ich habe das Geld nicht so flüssig, ich möchte aber gern wirklich ein bisschen Vorsorge betreiben und er möchte jetzt gern mit ein, zwei Bleibatterien anfangen, bitte. Ja? Das nur weil da jetzt ein Lithium und ein Blitz und Liedheim, da geht auch ein anderer Hersteller. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich will es nur kurz mal sagen, dass das tatsächlich so ist. In den Rechenbeispielen haben wir eben Lithium-Eisenphosphat-Batterien, also LiFePO4, so 12,8 Volt und Bleibatterien so 12 Volt. Das sind so die Richtwerte. Das ist bei Lithium-Eisenphosphat ein bisschen höher. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, gell? Also bei bleibasierten Batterien habe ich jetzt alles hier: Bleisäure, Gel, AGM. Ja, wie ich das jetzt hier in der einen Linie da hier zusammengeschrieben habe. Die sind leer so bei 11 Volt oder 12 Volt und voll bei 12,8 geladen werden die bis 14,5. Gibt es auch wieder eigene Videos dazu. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das geht auf alles. Ja? Bitte beachtet die Herstellerangaben. Nur weil ich jetzt gewisse Schaltungen da zeige, heißt das nicht, dass das eure Batterie dann auch kann. Bei Liedheim zum Beispiel ist das so: man kann zwei Batterien in Reihe schalten und dann hat man also aus einer 12,8 Volt Batterie eine 25,6 Volt Batterie gemacht. Aber 3 geht nicht. Auch wenn ich das Beispiel zeige, da braucht man dann anderen Hersteller. Das ist wichtig. Aber da schaut einfach das Datenblatt. Punkt 4, ganz wichtig, Verschaltungen können per Kabel oder noch besser per Sammelschiene gemacht werden. Sammelschiene heißt, man mit möglichst dickem Zeug kann man auch so eine Kupferstange nehmen oder gibt es einen möglichen, dass man richtig zwischen den Batterien richtig viel Material hat. Richtig viel, damit da die Batterien möglichst einfach ihren Strom weitergeben können. Ja, dicke Kabel, Hochspannungsmasten, richtige Oschis, die da hängen, damit eben der Strom möglichst verlustfrei weitergegeben wird. So, da haben wir noch eine Intro-Karte. Jetzt nochmal ganz speziell der Hinweis. Ich mache mir jetzt mal ganz klein in die Ecke. Die Verschaltung von Batterien hat nichts, und ich wiederhole, nichts mit der Verschaltung von PV-Modulen zu tun. Deswegen hier das Bild. Zwischen den PV-Modulen und der Batterie sitzt der Laderegler wie eine Spinne im Netz. Und die PV-Module, sie haben eine andere Spannung, immer höher wie das Batteriesystem. Das heißt, ihr könnt 150 Volt bei den PV-Panels. Ihr nehmt da irgendwelche PV-Panels, schaltet die zusammen, zack, 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 zack und habt da 150 Volt, weil ihr braucht mega viel Spannung. Das ist hier oben, das sind die PV-Module. Weil ihr Kabelwege bis zum System überbrücken müsst. Zum Beispiel. So, dann kommt der Laderegler, das ist das kleine komische graue Ding da, und unten kommt der Batterieblock. Der Batterieblock hat vielleicht nur 12 Volt
oder 24 Volt. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Deswegen ganz wichtig, schaut euch die anderen Bilder an. So, jetzt schiebe ich mich da wieder hin, schauen wir mal, ob das passt. Und dann steigen wir auch schon mal ein, denn so kompliziert ist es nicht. 12 Volt. Also eine 12 Volt Batterie hinstellen, brauchen wir jetzt nicht reden. Ja? Ich stelle euch eine 12 Volt Batterie hin. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, ich kann mich auch noch ein bisschen größer machen. Geil. Zwei Batterien, ist ganz klar. Ja? Wir haben diese, wir haben also hier diesen roten Niffy und wir führen ein Kabel zu dem anderen roten Niffy. Sagen wir mal, das sind 100 Amperestunden Batterien, die dir was sehen. Dann ist das ein 12 Volt System. Rot an Rot und Schwarz an Schwarz und es bleibt ein 12-Volt-System. Wenn es eine 100-Ampere-Stunden-Batterie ist, dann haben wir dann hinterher eine 12-Volt-Batterie, ein Block verlängert, mit 200 Ampere-Stunden. Das Ganze hätte dann bei 100 Ampere-Stunden 1,2 kW, theoretisch, also wenn man mal alles rauslutschen würde, und hinterher 2,4 kW. So. Aber lasst euch da nicht täuschen. Eine 24-Volt-Batterie hat denselben Inhalt. Ich erkläre es dann vielleicht nochmal. Aber es geht ja jetzt erstmal nur um diese Verschaltung hier. So, jetzt kommt eine dritte Batterie dazu. Ja, dann wieder. Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Und wie so eine Kette. Ja, wie an einer Perlenkette wird es aneinander aufgereiht. Wenn ihr euch die ganz ersten Videos aus 2017 von mir anschaut, da hatte ich so ein System in der höchsten Ausbaustufe mal mit 8 Batterien. Hat gut funktioniert. Ja, und dann haben wir jetzt hier, jetzt bin ich fast ein bisschen weit unten, die vierte Batterie ran und peng. Wie eine Kette. Ganz einfach. So, und dann ist die wichtigste Frage, ja, aber wo klemme ich denn jetzt den Abnehmer ran? Also einmal den Laderegler, dass sozusagen der Strom in diesen Batterieblock hineinfließt und einmal den Entnehmer, also den Wechselrichter. Wenn man aus diesem 12 Volt Strom dann einen 230 Volt Steckdosenstrom machen will. Und den macht man im Prinzip rot an dem ersten Pluspol und schwarz an dem letzten Pluspol. Das ist so die Lesart, wie es sozusagen das Handbuch sagt. Ja? Also wenn ihr jetzt einen Elektrotechniker fragt, der wird euch das sagen, so ist es richtig, weil dann der Widerstand in allen Batterien gleich ist. So. Ich bin ja immer so, Widerstand heißt Verlust, das weg. Ich bin ja immer so, ich will das nicht. Das heißt, ich würde bei diesem System an der ersten Batterie sowohl Plus als auch Minus anschließen zum Laderegler führen und dann an der letzten Batterie auch nochmal, dann ist es zwar nicht ganz gleich, weil die beiden mittleren Batterien nichts haben, aber ich hätte dann eben diesen Widerstand weiter noch reduziert, weil einfach viel, viel mehr Kupfer, viel, viel mehr Verbindung da ist. Ja? Und ich sage mir so, ja, Widerstand in allen Batterien schön gut, ich will ja keinen, ich werde den Strom maximal nutzen, deswegen würde ich das halt so machen. Also, aber das so sagt das Lehrbuch. So, jetzt mache ich mich wieder ein bisschen kleiner. Also, Perlenkette. Macht sie so lang, wie ihr wollt. Aber ich würde dann halt, sagen wir mal, bei einer Perlenkette von 5 Batterien an 1, 3 und 5 was ranklemmen und alles zusammen zum Laderegler führen. Bei 8 eben an, das muss ich überlegen, 1, 3, 5, 7, da wären 9 Batterien fast besser. Ne? Immer jede zweite irgendwie so. 24 Volt. Bei 24-Volt-Schaltungen ist das so, man braucht 2 Batterien. Es sei denn, man hat jetzt schon eine Batterie, die 24-Volt schon grundsätzlich verschalten ist. Das gibt es auch speziell bei Lithium-Eisenphosphat. Ansonsten ist es bei 24-Volt so, dass man hier an dem Minus von der einen Batterie ein Kabel nimmt und das zum Plus an der anderen Batterie führt. Jetzt müsst ihr euch das überlegen, dass dieses Konstrukt hier oben jetzt sozusagen eine verlängerte oder eine vergrößerte Batterie darstellt. 100 Ampere, 100 Ampere. Jetzt ist das eine 100 Ampere-Stunden Batterie bei 24 Volt. Ja, aber habe ich da nicht, ist ja nur 100 Ampere, bei 12 Volt waren es doch 200 Ampere. Naja, wir müssen jetzt 100 Ampere mal 24 Volt rechnen, oder bei Lithium-Eisenphosphat 100 Ampere mal 25,6, aber es ist jetzt Pillepalle. 100 mal 24 ist wieder 2,4. Bei dem anderen war es auch 2,4. Also hier. Nee,
Ja. Nur, dass ich da 12 Volt bei 200 Ampere hatte und hier hinten habe ich eben 12 Volt bei 24 Volt und 100 Ampere. So, aber jetzt bei 24 Volt ist ein bisschen tricky. Wie mache ich denn jetzt da einen Batterieblock draus? Ganz einfach. Ich brauche mindestens nochmal zwei Batterien und muss wieder hier von oben nach unten, guck, da habe ich die Striche vergessen, wieder hier verbinden. Also jetzt in dem Fall brauche ich wieder zwei Batterien, die eine vergrößerte Batterie darstellen im Team. Und jetzt verbinde ich wieder hier oben rot mit dem unteren rot. Ah, guck, da habe ich es gemacht. Doch aufgepasst. Genau. Das heißt, hier ist die Verschaltung ein bisschen komplizierter. Aber es ist ganz simpel, wenn ihr euch überlegt, dass ihr einfach nur eine Sache bedenkt. Diese beiden Batterien bilden ein Team. Die dürft ihr nicht einzeln denken. Die müsst ihr als Team denken. Und dann ist es einfach Team 1, Team 2, fertig aus. Was anderes ist es nicht. Und dann geht es wieder genauso wie bei 12 Volt. Es ist genau das Gleiche. Und bei 12, bei 24, also bei diesem Konstrukt jetzt hier, wie würde ich denn jetzt wieder den Abnehmer ranbauen? Wo kommt denn der da ran? Im Prinzip wieder genauso an Rot von der ersten Batterie, von der ersten gedachten Batterie, also nicht irgendwie hier, sondern wirklich da. Da geht die Batterie ja los. Die beiden hier gehören zusammen, die existieren nicht mehr. Auch nicht hier irgendwie ein 12 Volt spannen, das geht nicht. Kann man nicht irgendwie, also rot vorne am ersten Batteriepaar, schwarz am letzten. So sagt das Lehrbuch. Ich würde genau wieder hier so vorgehen. An dem roten hier vorne und an dem schwarzen hier hinten ab zum Laderegler und beim letzten roten und beim letzten schwarzen auch wieder. Da hätte ich wieder diese doppelte Verkabelung. Das wäre wieder so meins. Ja? So, das ist jetzt Prinzip 12 Volt, 24 Volt. Es ist wirklich nicht so schwer. Aber es gibt, und jetzt kommen die Leute wieder so, ja, aber du hast die anderen Fälle nicht erklärt. Die anderen Fälle sind genau gleich. Genau gleich. Selbes Prinzip. Und zwar, ja, jetzt bin ich wieder zu groß, machen wir wieder klein. Hm? 36 Volt heißt einfach nur drei Batterien hintereinander. Das ist ein Team. Und 48 Volt sind vier Batterien hintereinander. Das ist ein richtig, richtig langes Team. Und wie würde ich die dann verschalten? Naja, bei 48 Volt brauche ich halt mindestens wieder vier Batterien fürs nächste Team. Und dann nehme ich vorne die rote, verbinde es unten mit der roten und hinten das letzte schwarze mit dem letzten schwarzen. Also ich brauche da schon mindestens mal acht Batterien für zwei so Teams. Wenn ich dann eine Wartung mache, muss ich natürlich die gesamten vier Batterien rausnehmen. Ich kann nicht einfach drei Batterien, das geht nicht. Ja? Jo. Das wäre das. Und dann ist es nämlich alles gar nicht so kompliziert. Es gibt, und das ist der letzte Hinweis, es gibt von Herstellern aber auch direkt 24 Volt Batterien. Und die 24 Volt Verschaltung ist in sehr, 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 sehr vielen Fällen die sinnvollere. Nicht in allen, aber in den meisten Fällen ist sie die sinnvollere Verschaltung. Dafür gibt es auch ein Video. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir hier tatsächlich eine effektivere Batterie. Je größer das System ist, wenn es so um ein bisschen Licht im Camping, Wohnmobil oder so geht, da reicht 12 Volt aus. Aber je größer das System gedacht wird, eine richtige Blockhütte versorgen, dies, das, wird dann 24 Volt schon das Maß der Dinge. Da könnt ihr euch gerne hier auf dem Kanal auch ein bisschen umsehen. Da habe ich das mit diversen Videos auch belegt, dass das so ist. Und ansonsten, das wäre es jetzt eigentlich schon zur Batterieverschaltung gewesen. Es ist total simpel, aber nutzt die Grafiken, spult zu den entsprechenden Punkten zurück, schaut euch das an. Das ist absolut kein Hexenwerk. Das kriegt jeder hin, auch wenn euch die Leute immer wieder was anderes erzählen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.